Hallo zusammen, euer Forscherteam der GUP ist heute wieder für euch da. Ja, in diesem wunderschönen Herbsttag wollen wir uns mal wieder mit dem Thema Wetter beschäftigen. Wir wollen euch heute zeigen, wie man aus so einem einfachen Glas ein neues Instrument für eure Wetterstation bauen kann. Heute bauen wir mit euch zusammen ein Barometer, also ein Instrument zum Messen des Luftdrucks. Außer dem Glas braucht ihr noch ein paar Dinge, die ihr bestimmt sowieso zu Hause habt. Eine Schere, ein paar Stifte, einen alten Bauklotz, etwas doppelseitiges Klebeband oder ihr könnt auch gerne einfach einen Kleber verwenden, was ihr einfacher zur Hand habt. Dann einen Luftballon, ein oder zwei Gummibänder, ganz einfaches Klebeband, einen Schaschlikstab oder alternativ könnt ihr auch einen Strohhalm verwenden. Außerdem braucht ihr noch so eine etwas festere Pappkarte. Die sollte etwas höher sein als euer Glas und ungefähr die Breite von eurem Baustein haben. Und schon können wir loslegen. Im ersten Schritt bauen wir jetzt das eigentliche Barometer und dann im zweiten Schritt machen wir uns noch eine Messskala dazu. So, zuallererst schneidet ihr einmal den Hals von dem Luftballon ab. Einfach so mit der Schere, einmal ratsch. Diesen abgeschnittenen Luftballon zieht ihr jetzt über die Öffnung eures Glases rüber. So, das Ganze sollte schön straff sitzen, so als ob ihr eine Trommel bauen wolltet. Damit auch wirklich nichts verrutscht und alles fest ist, könnt ihr das Ganze nochmal mit den Gummibändern sichern. Einfach nochmal die beiden Gummibänder hier drumherum wickeln. Jetzt könnt ihr euren Schaschlikstab nehmen und mit der stumpfen Seite mittig auf diese Luftballonhaut kleben. Dafür nehmt ihr einfach das Klebeband, schneidet euch ein Stückchen ab und klebt das Ganze darauf. So. Das Barometer an sich ist so eigentlich schon fertig, aber jetzt brauchen wir natürlich noch eine Messskala. Die Skala ist auch ganz einfach und schnell gebaut. Ihr nehmt jetzt einfach mal eure Pappkarte und malt erstmal einen Strich ein, da wo jetzt gerade euer Zeiger hin zeigt. Das mache ich mal mit einer Extrafarbe, nämlich mit Rot. Mache hier einfach eine kleine Markierung hin. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Jetzt kann ich den Rest der Skala eintragen. Nach oben hin male ich mir mal eine Sonne. Das heißt schönes Wetter, hoher Luftdruck. Haben jetzt hier eine schöne Sonne auf und ans untere Ende der Skala male ich mir eine Wolke und vielleicht sogar ein paar Regentröpfchen für schlechtes Wetter. Dann sieht das Ganze schon so aus und jetzt könnt ihr euch dazwischen natürlich noch kleinere Striche eintragen. Das mache ich jetzt auch nochmal. Am besten natürlich in regelmäßigen Abständen. Damit die Skala stehen bleibt, befestige ich es jetzt mit doppelseitigem Klebeband einfach in den Baustein. Also ein Stückchen Klebeband, einfach auf den Baustein geklebt. Und dann könnt ihr euren Pappstreifen einfach hier dagegen drücken. So, und schon ist eure Messlatte fertig. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie funktioniert dieses Barometer eigentlich? Dafür müsst ihr euch nochmal daran erinnern, dass überall um euch herum wirklich Luft ist. Ihr sitzt praktisch in einem großen Luftozean. Ihr könnt die Luft nicht sehen und nicht schmecken, aber diese Luft hat Gewicht. Und sie drückt die ganze Zeit über auf euch und auch auf euer Barometer. Wenn wir jetzt eine Hochdruckwetterlage haben, wird diese Luftballonhaut ein kleines bisschen mehr nach innen gedrückt von der Luft und der Zeiger hebt sich und zeigt euch schönes Wetter an, da bei Hochdruckwetterlagen meistens schönes Wetter ist. Haben wir dagegen tiefen Luftdruck, dann geht der Zeiger nach unten, weil sich die Luft in eurem Glas ausdehnen kann. Es drückt ja nicht mehr so viel von außen dagegen und der Zeiger wird nach unten zeigen und ihr wisst, aha, das Wetter könnte schlechter werden. Genaue Werte für den Luftdruck könnt ihr jetzt hier auf dieser Skala natürlich nicht ablesen, aber ihr könnt recht sicher sehen, ob das Wetter schöner wird, also ob wir hohen Luftdruck haben oder ob wir niedrigen Luftdruck haben. Worauf ihr jetzt noch achten müsst, ist, wie ihr euer Barometer aufstellt. Das Barometer muss nämlich unbedingt im Schatten stehen, es darf nicht in der Sonne stehen und falls ihr das Barometer im Haus aufstellt, darf es nicht neben einer Heizung stehen. Das wichtig ist, dass die Luft im Inneren des Glases die gleiche Temperatur hat wie die Luft außen herum. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Wetterbeobachten, viel Spaß beim Forschen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.